so, heute ist Donnerstag, wir sind auf der Gamescom angekommen, es ist schon ordentlich voll hier. Ja, Tag 2, wir werden heute zocken auf jeden Fall. Heute wird gespielt, nachdem wir gestern das nicht geschafft haben. Wir werden alle möglichen Spiele ausprobieren, wo wir rankommen, wo wir nicht lange anstehen müssen und wenn, dann drängeln wir uns eben vor. Also dann, folgt uns! Unsere Spielrunde gegen die Dreadnought-Entwickler hier. Ich war der Tactical Cruiser, das Dreh- und Angelzentrum. Ich muss sagen, was für ein geiles Spiel. Extrem taktisch, hätte man überhaupt nicht so gedacht von außen. Aber es ist sehr, sehr taktische Experience. Faszinierenderweise haben die uns natürlich geschlagen. So, aber da es das Team von Dreadnought ist, glaube ich, wäre das auch sonst traurig. Aber echt ein sehr intelligentes Spiel, muss ich sagen. Gerade halt die Rollen kennenzulernen und die verschiedenen Features. Muss ich echt sagen, hat sehr viel Spaß gemacht. Der Anfang war etwas schleppend, aber man gewöhnt sich sehr schnell ein und dann läuft es auch flüssig. Wir haben versucht, Sawyer zu beschützen. Am Ende sind wir dann doch ab und zu ein bisschen draufgegangen, aber echt super, das überhaupt mal mit euch zu spielen und Hammer. Generell ist es so, allein hat es wirklich keinen Sinn gemacht, also rumzufliegen. Also du hast wirklich im Team spielen müssen. Und das Gute war wirklich immer zu sehen, irgendwo sind immer ein paar Laserstrahlen oder Kanonenfeuer hingeflogen. Hat man genau gewusst, ah, da ist der Gegner und dann Breitseite von allen Seiten. Und da konnten wir tatsächlich zusammen als Team ein paar Kills abstauben. Also es war wirklich richtig gut gewesen. Wir müssen noch ein bisschen üben, aber das kriegen wir hin. Sichtverhältnisse lassen ein bisschen zu wünschen übrig. Ja, es ist äußerst unterhaltsam, kann ich nicht anders sagen. Allerdings habe ich das schwere Gefühl, dass der Kollege draußen an den Knöpfen ganz genau gesehen hat, was ich da mache. Und hat mir immer in den entscheidenden Momenten dann halt irgendwie per Druckluft ins Gesicht gespuckt oder halt mir Nebel reingeblasen. Sodass es mir einmal sogar so, dass ich den Screen zugehauen hat. Also das schon erschwerte Umstände. Das Einzige, was ich nicht ausgleichen konnte, war halt wirklich halt das Drehen. Ich habe einmal halt irgendwie komplett verkackt, dachte mir so, hey, ein Ball, ein Tor, geil, davon hat er mir erzählt, zack, rin, Eigentor. Trotz alledem macht schon Spaß, obwohl es eigentlich meine beiden liebsten Genres sind, die da zusammengewirbelt worden sind. Autorennen und Fußball, finde ich beides zum Kotzen. Aber insofern war das eine echt lustige Sache. Halt so, wer noch mal die Chance hat, sollte sich da mal reinsetzen, um sich mal zu testen, ob man unter solchen erschwerten Bedingungen tatsächlich in der Lage ist zu spielen, weil die Sichtverhältnisse lassen da drinnen auch zu wünschen übrig. Und ja, so viel dazu.
Auf jeden Fall so ein Traum von mir. Das kann man sich ja sonst so im realen Leben nicht einfach so leisten. Hier empfiehlt es sich auf jeden Fall, ein sehr, sehr gutes Setup zu fliegen. Und es macht ziemlich Spaß und es ist wahnsinnig schnell. Also absolut beeindruckend, die Virtual Reality dazu, gleichzeitig mit dem Warthog zusammen und den Pedalen. Sehr anspruchsvoll, aber unglaublich schnell und darum dementsprechend richtig Gameplay-Fun, kann ich nicht anders sagen. Hammer Experience. Und die Bühne ist auch ziemlich geil hier, muss man sagen. Die geben sich richtig Mühe hier, also es war wirklich ein Hammer-Experience. Ich mache es ganz kurz und knapp und lustig. Lustig vor allem. Ja. Alter. Nein, lustig. Also kennen wir dich gar nicht. Dosa. So, mit schwachen Beinen haben wir jetzt auf dem Flight Deck Platz genommen. Das war der Donnerstag auf der Gamescom. Hammer geil gewesen, Dreadnought war auf jeden Fall cool. Wir waren lange unterwegs, Füße sind platt gelaufen, aber morgen geht's weiter, oder? Morgen geht's weiter, genau, und ich hoffe auch mit euch. In diesem Sinne, see you on the flight deck!